Okay, willkommen zum neuen Part. Let's play die Landstädtebürgers. Willkommen, Freunde. Macht euch keine Sorgen, jetzt weiß ich ungefähr Bescheid, was wir machen müssen. Ich war nämlich schon letztens hier, also ohne euch, war ich hier auf der Suche, was wir machen müssen. Ja, und ja. Ich habe einfach jetzt schon die Sachen von den komischen Mann da gezeigt. Im Dixladen habe ich den die ganzen Gegenstände gegeben, die er braucht für irgendwas. Ich habe es vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen, was er nochmal machen möchte. Aber wir haben gesagt, also der hat gesagt, ist der Kleine hier. Wir freuen uns, wenn er endlich fertig ist mit der Arbeit oder wenn wir endlich das Teil kriegen. Und das heißt für mich, dass wir einen Tag schlafen wollen oder einen Tag schlafen möchten. Oh shit. Alles gut, okay. Wie gesagt, jetzt schlafen wir eine Runde erstmal hier und dann gucken wir mal, was morgen passiert. Hier in den Detail Burgers. Sieht nämlich sehr gut aus, oder? Glaub schon doch. Sag erstmal guten Morgen. Sag erstmal guten Morgen zu ihm hier. Hallo. Er ist Dillon. Seine Augen sind geschlossen und er wirkt ruhig. Er sieht irgendwie kleiner aus als ihr in Kämpfen. Okay. Der ist am Dudeln. Okay, der ist noch nicht so richtig fertig ausgeschlafen. Verstehe ich, aber ich bin halt kein großer Langschläfer. Hallo Tim Spike, du bist ja schon wach. Rose hat mich gebeten, dich direkt zu ihm in die Werkstatt zu schicken. Ah, siehst du, und das war gut jetzt. Gut, weil ich jetzt eine Nacht geschlafen habe. Das wusste ich, das war nämlich so. Gut, weil ich geschlafen habe. Braucht der Körper auch mal. Tim Spike, guten Morgen. Guten Morgen, mein Knuffelding, mein Knuffelhamster. Wie versprochen, liefert. Ich mach mir gleich an die Arbeit. Mach sie keine, alles gut. Zurücktreten, Tim Spike. 1 Meter am besten. Sieh dir Meister bei der Arbeit zu, Alter. Verwalter. 1,5 Meter Bewegung. Hier und dort ein Schräubchen verziehen. Und zum Abschluss ein beherzter Hammerschlag. Fertig, Alter, Verwalter. Du alter Senkbanane, du alte Senkbanane. Witzig. Aha, der Meteor-Sockel, unser erstes gemeinsames gebautes Teil. So ein Sockel kommt für gewöhnlich als Basis für eine mächtige Waffe zum Einsatz. Vor uns liegt noch eine Menge Arbeit. Aber gemeinsam werden wir die Sache schon durchziehen. Durchziehen. Aber noch sind wir hier nicht fertig. Als nächstes baue ich ein Kristallspule ein. Mach es gerne auch. Eine halbe Drehung hier und dort und noch ein Schräubchen festziehen und zum Abschluss ein behetzter Hammerschlag. Und zum zweiten Mal. So ein geiler Song. Oh mein Gott. Voll gut, ey. Die Kristalle ist nun endlich eingebaut. Sieh dir sie nur an. Ein wahres Prachtstück. Ein wahres edles Stück. Dieses Bauteil wandelt gewöhnliche Elektrizität ist eine spezielle Form von Energie, um die unsere Waffe benötigt. Was an dieser Energie so speziell ist, tut mir leid, aber für wissenschaftliche Vorträge viel und leider seid. Außerdem habe ich dir noch gar nicht von den Rennen erzählt. Bevor wir Fort Major verlassen haben, haben wir massig Kohle mit Rennen verdient. Dylan hat damals eine richtige Gewinnsrede, das hat ihn richtig populär gemacht. Einmal sagte er während eines Interviews kein Wort,
Aber am nächsten Tag stand er in der Zeitung. Dylan triumphiert und schweigt. Und schweigt. Wie ein Grab. Er liegt, so stand es da. Er kann mit dem Ruhm nicht einfach umgehen und hält sich lieber bedeckt. Aber so ein Sieg im Rennen bringt echt viel Kohle rein. Hör mal, Tim Spike. Wollen wir den und mich einfach heimlich zum Rennen anmelden? Wenn wir ihn tragen, wird er wohl niemals zustimmen. Wird er wohl niemals zustimmen. Boah, manchmal lässt die Stimme auch nach. Tut mir leid. Let's go. Aber wenn ich ihm sage, dass es deine Idee war, wird er uns bestimmt nicht hängen lassen. Ich überlasse die Sache mit dem Rennen dann mal dir, Tim Spike. Ja, ich wieder. Oh, ich schon wieder am Start. Okay. Ich bin wieder am Start. Okay, dann bin ich wieder am. Bin ich halt wieder am Start. Aber sieht echt gut aus, ne? Sieht aus wie ein Düsenjet. So ein bisschen wie ein Düsenjet. Sieht echt geil aus. Sieht echt perfekt und geil aus. Wirklich sehr gut. Die Kristallspule wurde der Konstellation so hingefügt. Das nächste Teil, das benötigt wird, ist ein Kraftkopfstück. Okay, danke. Haben wir das? Haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Haben wir leider nicht. Okay, oder soll ich das jetzt noch eben holen? Aus den Laden. Schau mal eben. Können wir ja machen. Oh. Das war gut, weil ich jetzt rausgegangen bin, weil ich wusste echt jetzt nicht, was ich machen muss. Aufgepasst, Burger. Lasst schon mal eure Motoren warm laufen. Bald findet ihr wieder hier ein Rennen statt. Wer daran teilnehmen will, der sollte sich schleunigst im Stadion unseren Rollerodrom registrieren. Okay, danke. Also müssen wir jetzt dorthin. Oh, okay. Gut. Können wir ja machen. Können wir ja gerne machen, Leute. Genau. Ja, gut. Ja, gut. Ah. Gott. Einfach nur schwierig. Was soll's? Boah, wie schön das einfach hier aussieht. Oh mein Gott. Guck mal, wie schön das einfach hier aussieht, ey. Wunderschön. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch, Leute? Hallo? Kann ich hier rein? Boah, was für ein geiles Detail. Was für eine geile detailreiche Sache. Hey, vorne gibt es nur so Zuschauer-Tribüne. Achso, tut mir leid. Wo ist vorne? Ach, hier, oder? Hier. Wie Kinder im Rollerraum. Hier kannst du dich für Rennen registrieren.